Hallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen bei meinem Minecraft Let's Play mit meinem eigenen Modpack zusammengestellt aus über 150 verschiedenen Mods, vor allem Baumods, aber auch Technik, Magie-Mods, Landschaftsmods und so weiter. Ich möchte in diesem Let's Play ein oder mehrere Königreiche machen und sie so speziell nicht genau auf Mittelalter so getrimmt machen, sondern auch mit Zukunft, also es soll so ein bisschen postmodern sein, wie auch sehr düster und ja, voller Krieg und so. Und dafür ja, habe ich mir sehr viel ausgedacht und ihr dürft mir gern dabei helfen, so ein Königreich dann auch weiter auszubauen, wie es sein soll. Und ja, dafür haben wir, wie gesagt, sehr viele Mods zur Verfügung. Man sieht es schon hier hinten an den verschiedenen Blumen. Bäume werden auch sehr viele sein. Da können wir sehr viel mit Holz bauen. Dann sind die verschiedenen Baumods drin, die zum Beispiel Carpenter Blocks, da können wir auch sehr viel machen. Chisel 2 und Micro Blocks. Da können wir sehr detailliert machen. Dann habe ich zum Beispiel ja, das können wir gleich mal schauen. Ich möchte hier noch kurz Spitzhacke machen, weil wir müssen irgendwo unterirdisch gehen, weil die Mobdichte ist irgendwie auch ein bisschen höher. Ich hatte schon ein bisschen Probleme am Antesten. Schauen wir mal, wo wir da eine Höhle finden oder so. Dann kann ich es gleich noch zeigen. Mir fällt es jetzt gerade nicht ein, wie sie heißen. Aber das können wir nachschauen. Nehmen wir ein paar Bären mit. So. Ja, es sieht schlecht aus mit Höhlen. Es liegt wahrscheinlich an Biomes Oplenty, dass so wenig Höhlen generiert werden. Das pfuscht irgendwie ein bisschen herum. Also ich hatte in den meisten Modpacks, wo das eingefügt hat, ja, Probleme, Höhlen zu finden. Keine Ahnung. Einfach nicht mehr so generiert. Aber hier ist es so schön. Hier könnten wir uns etwas aufbauen. Schauen wir noch kurz hier. Sonst graben wir uns hier einfach rein. Ja, zum Beispiel hier haben wir eine sehr gut. Aber auch ein paar Mops, die nicht gerade erfreut sind, dass wir hier in eine Höhle stolzieren. Ja. Also schauen wir uns kurz die Mods an. Also hier zum Beispiel. Ah, Tropikraft, genau. Haben wir drin. Twilight Forest haben wir auch drin. Dann haben wir Dekokraft drin. Plant Mega Pack, das sind noch Mods von Life of the Woods. Malice's Doors, genau, das wollte ich ja sagen. Und allerhand, also hier ganz viele verschiedene Schießblöcke. Ancient Trees ist drin, genau. Und Apple's Added Cheese Stick hat so Fassaden. Da können wir vor allem ein japanisches Volk wählen für den Anfang, weil da weiß ich genau, wie ich das gestalten soll. Da können wir mal Wikinger-Volk machen und so weiter. Je nachdem schauen wir, was wir am Anfang einfach mal ein Dorf bauen und dann irgendwo ein militärisches Gebäude und dann die Städte und so, dass wir ein bisschen vorwärts kommen mit den Völkern. Ich habe viel geplant, also das Projekt sollte so schnell für mich vor allem nicht langweilig werden. Und ihr dürft mir gerne Sachen wünschen, also die ich dann auch umsetzen soll und so weiter. Genau, ein Schwert wollte ich bauen, damit ich wenigstens da mal die Mobs wegmachen kann. Und ja, alles andere muss ich dann... Oh, das ist gerade ein Creeper. Oh, ich explodiere schon mal. Steinkohle.
Ja, der Underground Biomes Mod ist auch drin, natürlich. Alles so Mods von Life in the Woods. Und viele Mods auch von Fat Business. Oder Evolved. Ist Evolved. Oh, ich bin fast schon tot. Komm einfach mal hier vertrieben. Schnell. Ach Mann. Ich hab ein Problem. Ein Problem habe ich. So, jetzt. Puh. Also essen wir mal Raspberry. Ich hoffe, die kommen jetzt hier nicht mehr drüber. Die werden so schnell angelockt. Ich bin das gar nicht mehr gewöhnt. Das ist extremst. So. Also, ich mach mal die Mob-Lautstärke ein bisschen runter. Aus feindliche Kreaturen. So, das reicht. Da man Creeper sowieso nicht hört. Oder fast nicht hört. Ist ja auch egal. Hauptsache, ich kann mich auch ein bisschen konzentrieren jetzt. Und diese Gestöhne. Ja, wir haben so viele Mods, die wir. Wo wir aber etwas machen können, das wird richtig toll. Oh, das ist nicht gut. Oh, was ist denn mit der Steuerung los? Irgendwas ist mit der Maus nicht richtig. Naja, also. Wir bleiben jetzt ein bisschen unterirdisch. Ich habe extra zwei Bäume gefällt, sonst werde ich mir meistens einen Baum. Ja, das lasse ich jetzt, sonst wird das nichts. So. Genau, die Fackeln müssen wir machen. Hey! Komm doch drüber. Das ist ja schlimm. Das ist nicht so gut, wenn der Block dort ist. So. Hier kommen keine Monster mehr rein. Gut. So. Eisen haben wir ja auch schon. Ah ja, stimmt. Machen wir eine Workbench. So. Mit der Workbench machen wir. Ah ja, wir brauchen noch ein bisschen Stein. Ja, die Blöcke sind auch ein bisschen zäh, habe ich das Gefühl. Aber das macht nichts. So. Wir brauchen wir. 8 plus 3, 11. Machen wir 14. Ah, blöde. Habt ihr das gesehen? Das ist ein blöder Wurm. 1000 Füßler oder so, was ist. Steht das? Centipede. Ja, kann irgendwie so. Oh, Ohrengrübler. Ich weiß nicht, wie es heißt bei euch in Deutschland, aber es sind diese, ja. Die in die Ohren gehen, wenn man irgendwo draußen ist. Wie kommen dann hier? Das ist ja Wahnsinn. Die nerven so nur. Wahrscheinlich wegen dem Licht. So, Steinspitzhacke, Ofen. Und jetzt noch kurz ein. Oh, da ist der immer gestorben. Keine Ahnung, was das war. Stöcke. So. Ein kleiner Zombie. Ein Baby-Zombie ist irgendwo hier hinten dran. Ach, die Dinge taugen nichts. So. Gut, dann leuchten wir hier aus. Machen das mit Eisen. Und schauen wir, was hier dahinter ist. Aber was ist denn los? Immer haben wir keinen Stein. Ja, wir können uns
noch nicht so wählen. Also es ist halt so, dass wenn keine Höhlen generiert werden, alle Monster in eine Höhle. Das ist im Vanilla ist das so einfach. Aber in Modpack, in einem Modpack, das ja so viele Weltgenerationen Unterschiede macht, ist das extrem schwer. Ich hatte in der Testwelt eine Höhle, die sich so extrem weit auseinandergesplittet hat, dass eigentlich von jeder Seite Zombies kamen. Und ja, ihr wisst, die Zombies werden angelockt und dann eigentlich ist mega viel Trubel los. Das ist schon extrem. So, jetzt können wir uns besser wehren. Auch gut. Machen wir gleich noch eine Eisenspitzhacke und graben uns dann runter. Oder wir könnten rüber graben und dann runterschauen. So, eine Truhe. Sonst haben wir kein Holz mehr. So. Ja, das brauchen wir jetzt auch noch nicht. Wir brauchen vor allem Essen. Aber nun gut. Wir können dann schon nach oben gehen. Ja, wir müssen hier durch. Können es aber nicht zumachen, weil es zu breit ist. Oder vielleicht schon. Ja, das blöde Wasser ist mir im Weg. So. Gut. Können wir das wieder abbauen. Da ist nämlich der Sand runtergefahren. Man hat den See drüber in Mitleidenschaft gezogen. Und fließt dann runter. So. Wir haben hier viel Kohle und viel Kupfererz. Gut. Kreide. Wir haben Kreide gefunden. Können wir hier daraus Mahlkreide machen? Oder weiß nicht, Ausgrabungen vom Kreide Ding. Kreideperiode. Da ist ein Zombie jetzt. Halala. Den ignorieren wir. Sonst gibt's wieder Trubel. Ein Creeper. Ja, einen Creeper müssen wir töten, sonst ist der zu gefährlich. Und hier? Okay, nix. Ja, das Kupfer lassen wir hier mal. Lieber das Eisennetz, aufs Eisennetz konzentrieren. So. Gut. Kupfer. Ja, zweites Quarz können wir mal nehmen. So. Ah, es ist schön mit den Untergrundbiomen hier. Das gefällt mir. Da haben wir viel Stein zum Bauen. Viele unterschiedliche Stein. Da unten hat sogar noch diese 1000 Füßler. Schauen wir mal kurz auf die Uhr. Ja, jetzt ist es bald Zeit, zum den ersten Part zu beenden. Gehe noch kurz nach oben. Und reiten uns dann aufs Essen vorbereiten. Also vor allem das Pflücken und dann das Anpflanzen vor. So, ja, das reicht. Genug Kohle. So, schön. Erster Part geglückt, ohne Tod. Bin nicht so der absolute, ja, Kämpfer in Minecraft, weil ich eben Mausprobleme habe und Tastaturprobleme. Ja, also weniger Tastaturprobleme, aber auch schon Probleme mit den Tasten, wenn sie manchmal nicht wieder ausfahren, so richtig klemmen, dann macht es schon nicht so viel Spaß, gegen Monster zu kämpfen.
Aber es geht erstaunlich gut bei Minecraft. Bei anderen Spielen geht es manchmal noch schlechter. So. Also machen wir hier noch kurz einen Waypoint mit Lager. So. Und beenden die Folge bis zum zweiten Part. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.